Spiel, Spaß und Sport. Piratenfest für die ganze Familie. Bereits seit Jahren ist der Aktivspielplatz Plansch für viele Halberstädter Kinder ein beliebter Treffpunkt. Neben Klettermöglichkeiten und einem Fußballplatz kommen vor allem kleine Handwerker voll auf ihre Kosten. Nach der Schule, an den Wochenenden und in den Ferien werden hier Holzhütten aller Art gebaut und auch Grillnachmittage veranstaltet. Träger ist der Arbeiter-Samariter-Bund, der den Spielplatz betreibt und durch eine Mitarbeiterin betreut. Der Plansch ist so beliebt, dass sich bei schönem Wetter fast täglich viele Kinder treffen, um gemeinsam Spaß zu haben. Also ich treffe hier Lukas, Marvin und Lien öfters. Dann spielen wir zusammen. Mit Marvin treffe ich mich und dann spielen wir auch meistens Fußball. Wir kickern auch mal. Und es macht hier halt auch Spaß. Nachdem die letzten Veranstaltungen auf dem Spielplatz gut besucht waren, gibt es auch in diesem Jahr wieder ein großes Piratenfest. Wir feiern heute das Piratenfest. Das ist letztes Jahr eingeweiht worden, das Piratenschiff. Und daraufhin wird das jedes Jahr erneuert mit einem großen Fest für die Kinder. Bei bestem Wetter lassen es sich nicht nur Kinder, sondern auch Eltern und Großeltern nicht nehmen, beim Piratenfest dabei zu sein. Ich bin heute hier, weil heute hier Piratenfest ist. Wir sind heute hier und können Fußball spielen, Basketball, Tischkicker, Tischtennis, dann Handball haben wir auch und noch andere Spiele auch. Zum Beispiel Verstecken oder kann man ja auch gut spielen. Also ich bin heute hier, weil heute Piratenfest hier ist. Also man kann sich schminken lassen und für die Kinder ist es kostenlos, was zu essen. Viele Besucher haben sich dem Motto entsprechend verkleidet und vor Ort wie ein Seeräuber schminken lassen. Bereits im vergangenen Jahr wurde das große Holzschiff feierlich eingeweiht. Mittlerweile ist das riesige Klettergerüst immer noch genauso beliebt wie am ersten Tag. Die verschiedenen Ebenen laden zum Klettern und zum Toben ein. Ein echter Pirat muss sich natürlich auch vielen Herausforderungen stellen. Gern probieren sich die Kinder im Balancieren aus und auch die anderen Angebote kommen gut an. Neben zahlreichen Bastelaktionen und dem beliebten Kinderschminken sehen sich die großen und die kleinen Besucher auf dem gesamten Gelände um und die verschiedenen Spiele laden zum Mitmachen ein. Wir haben so einzelne Stationen extra für die Kinder vorbereitet, damit die dann halt so ein bisschen ein paar Spiele haben. Wir grillen dann hier heute noch und dann wird noch Stockbrot gebacken nachher für die großen und kleinen. Marshmallows haben wir auch noch. Ja, und dann haben wir auch natürlich unsere Piratenbar noch, wo die Kinder groß mitmachen und den Kindern dann halt ihre Getränke geben. Liebevoll kümmern sich die Helferinnen und Helfer um die Kinder, während sich die Eltern in gemütlicher Atmosphäre austauschen. Die Kinder haben sichtlich Spaß am Piratenfest und genießen den Tag auf dem Spielplatz. Möglich sind Veranstaltungen dieser Art nur durch zahlreiche Sponsoren und Helfer. Wir bedanken uns nochmal ganz recht herzlich bei unseren Sponsoren, die mitgeholfen haben, das Piratenfest auf die Beine zu stellen. Und wir hoffen, dass die Zusammenarbeit weiterhin natürlich funktioniert. Bereits im Herbst folgt dann die nächste Veranstaltung. Kinder, deren Eltern, Großeltern und Freunde sind dann zum großen Halloweenfest eingeladen.